Stefan Kutschke, ein wahrer Riese, einer der ganz Großen der dritten Liga. Kutschke, es ist nicht zu fassen. Nicht wenige blicken zu ihm auf und das überraschenderweise am wenigsten aufgrund seiner ebenso stattlichen Körpergröße von 1,94 Meter. Dresdens Mittelstürmer ist ein echter Leitwolf, Vorbild, Fanliebling, Kapitän, absoluter Teamplayer. Man ist geneigt zu sagen, das Herz und der Motor von Dynamo. Die Sache ist ja die, wenn du irgendwo für den Verein aus der Stadt, wo du kommst, als Kapitän aufs Feld führen darfst, das ist von der Mannschaft gewählt, das ist irgendwo vielleicht auch ein gewisses Feedback, aber einer alleine wird es nicht schaffen. Ich weiß, dass ich genauso den Mannschaftsrat und den Rest der Mannschaft auch brauche. Kutschke bleibt bescheiden und ist sich dennoch seiner Rolle und seiner Verantwortung bewusst. Dresden will, Dresden muss aufsteigen und der 34-Jährige spielt dabei eine tragende Rolle. Kutsche ist nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Spieler, sondern auch neben dem Platz. Der ist auch dafür verantwortlich, mal Ruhe in die Mannschaft zu bringen, wenn es draußen stürmisch ist, aber eben auch mal einen Sturm zu kreieren, wenn es ihm zu ruhig ist. Das ist eben seine Aufgabe, zusätzlich zu dem, dass er Tore schießen soll. Und Kutschke liefert. Mit 3 Toren in 4 Spielen hat er seine SGD auf Platz 1 der Tabelle geschossen. Zudem reißt der gebürtige Dresdner alle mit. Er ist das feste Band zwischen Fans und Mannschaft. Er lässt die Ränge beben, gibt seinem Team Selbstvertrauen und Rückhalt. Selbst wenn er dafür an passender Stelle auch schon mal Geschenke verteilen muss. Ich habe ihn vorher gefragt, ob ich ihn schießen darf und dann hat er mir gegeben. Deswegen habe ich ihm gesagt, komm Denno, schnapp dir den Ball, fühlst dich gut. Und er hat gesagt, ich bin froh darüber, wenn ich schießen darf. Und warum soll man dann nicht mal selber auf seinen Fleisch-Torerfolg verzichten, damit der Mannschaft helfen und die anderen Spieler mitnehmen? Alles fürs Team, alles für den Verein. Stefan Kutschke, Mr. 100% Dynamo, also zumindest meistens, denn selbst er ist nicht immer unfehlbar. Da habe ich schon gesehen, okay, und ich dachte, jetzt stehe ich schon zu weit am Pfosten dran, deswegen wollte ich ihn in die lange Ecke köpfen. Peinlich genug, das jetzt nochmal zu sehen. Ich werde es zugetragen bekommen, das ist dann nun mal so, damit muss man dann rechnen, okay, auch in der Mannschaft, da wird sich bestimmt wieder ein Spaß erlauben. Und ja, der Trainer wird auch nochmal einen Kommentar dazu loslassen, da freue ich mich schon drauf. So schlimm wird es schon nicht werden. Auch dem womöglich besten und ausgeglichensten Stefan Kutschke aller Zeiten darf mal einer vorbeirutschen. Eben doch auch Mensch und nicht nur Maschine, dieser wahre Riese der dritten Liga. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.